Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Sims 4 High Society. Im letzten Let's Play wollte ich ja eigentlich einen Hund kaufen, aber das war irgendwie nicht möglich, weil wir ja hatten nicht so die große Auswahl. Deswegen sind wir jetzt heute im Cas und ja, cheaten ein bisschen, aber... Ja, dieses Let's Play ist sowieso nicht darauf ausgelegt, dass man nicht cheatet. Das hätte ich gesagt, machen wir dann, wenn wir das High Society Let's Play abgeschlossen haben, fangen wir mit einem Let's Play an, wo wir, ja, kein Geld und so eher cheaten, hätte ich gesagt. Wir wollen für die kleine Esther von Bach, das ist sie hier, unser kleiner Chihuahua, da möchten wir einen Partner haben. Also ich hatte mir vorgestellt, dass wir quasi einen Deckrüden mieten oder quasi erstmal nur einen Deckrüden holen, bis die sich verstehen und dann sich paaren können. Das ist ja quasi im echten Leben auch manchmal so. Da kommt dann der Deckrüde zu einem ins Haus und der bleibt dann, also bei meiner Freundin zum Beispiel, da blieb der auch mal schon mal 2 Wochen und dann gehen die wieder. Und ja, wenn wir ihn lieb gewinnen, dann kann er, denke ich, auch bleiben. Aber ja, mit 2 Hunden... Da wird es dann, glaube ich, in Senmai Schule ein bisschen problematisch. Da müsste dann tatsächlich die Josephine, wenn die dann auch mal mit Christian zusammenzieht, vielleicht nach Windenburg oder so ziehen. Da müssten wir dann auf jeden Fall uns noch was überlegen. Wir möchten auf jeden Fall einen Hund hinzufügen. Und wir möchten gerne eine reinrassige Hündin oder Hund züchten. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Welpen ein Chihuahua bekommen kann bei... Oh, das ist ja ganz nett. Wie heißt denn du? Du heißt auf jeden Fall... Wie wär's mit Rufus von Bach? Ich hätte gern Merle aus ihm gemacht. Ich habe das aber noch nie gemacht. Oh Gott, wie geht das? Fellfarbe Muster, Moment, Moment. Das sieht falsch aus, Leute. Das sieht falsch aus. Gibt's nicht irgendwo einen Merl? Oh mein Gott, du bist auch voll süß jetzt. Oh, das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Ach Leute, das ist doch schon wieder eine Katastrophe hier. Oh, das wäre auch voll süß. Oh goodness. Das sieht... Oh, das wäre auch süß. Aber, Leute, es... Okay, das sieht auch falsch aus. Das sieht noch fälscher... Da! Da haben wir die Merls. Weil Chihuahuas können ja auch Merls sein. Das ist, ja, also... Manche sagen, das ist eine Qualzucht, manche nicht. Ich bin jetzt da nicht so. Ich denke mir, warum nicht, ne? Also, finde ich jetzt nicht so dramatisch, wenn da ein Merl dabei ist. Oha, das sieht ja auch mega... Oh Gott, was nehmen wir denn jetzt? Oh goodness, weil ich weiß nicht, ob ich das selber so gut kann, Leute. Ich glaube, ich bin da unbegabt. So, haben wir noch andere Merls? Nee, ne? Oh, das sieht auch falsch. Oh Gott, das sieht noch fälscher. Noch fälscher. noch fälscher aus. Wir könnten natürlich auch, ja, sowas ganz Besonderes machen, aber ich weiß nicht, wie spielt denn ihr am liebsten? Ich spiele tatsächlich am liebsten realistisch. Das sieht schon auch süß aus, aber ich hätte einfach gern Merl, Leute. Ich glaube, ich möchte so einen. Das sieht eigentlich super schick aus. Was meint ihr dazu? Öhrchen und so, finde ich, passen auch gut. Ich hätte nur gerne die Augen verändert. Wie geht denn das? Augen. Und war... Hätte ich gerne ein Odd-Eyed. Ich weiß gar nicht, ob es das bei den Chihuahuas gibt. Meine Hündin hat das ja. Die ist ein Australian Shepherd und die hat Odd-Eyed. Und dann hätte ich gern noch die Nase
Die Nase hätte ich dann. Oh ja, oh ja! Leute! Oh Gott. Das ist ein bisschen. Also, versteht mich nicht falsch, ich liebe so kleine Schweinchen-Nasen. Aber das ist. Oh, das wäre auch süß. Da hat er dann gar keine Pigmentierung mehr. Oh, Leute. Aber ich glaube, er gefällt mir so am besten. Oder was meint denn ihr dazu? Oh ja, ich finde ihn super süß. Anstrichmodus brauchen wir nicht. Kopfform brauchen wir auch nicht. Als nächstes müssen wir dann noch gucken. Fell. Fell. Leute, wollen wir ihm ein Fell geben? Ach du Scheiße, das ist ja mega. Leute, wir können ihn ein Langhaar-Chihuahua aus... Ich sterbe, ist es lustig. Nein, Leute, jetzt ist er ein Langhaar-Chihuahua. Das ist voll süß. Oh, das sieht nicht... sorry. Nee... Ist er jetzt ein Pudel oder so? Och Mann. Ja, was ma. Oh nee, das ist nicht hübsch. Was ma. Aber das fände ich irgendwie voll lustig, wenn er. Nee, so. Wenn er so aussehen würde. Aber ist er dann noch ein Chihuahua? Eigentlich schon, oder? Oder lassen wir ihn so? Kurzhaar-Chihuahua. Wir könnten ihm ja noch was anziehen. Moment, wir haben Tierkleidung. Ich weiß, Leute, sowas macht man in echt nicht, aber. Oh Gott, aber es ist ja quasi so, das ist ja nur ein Spiel und ich muss gestehen, meine Hündin hatte auch Klamotten, weil die Chihuahuas, die frieren immer so mega schnell. Ich hätte gern den Pulli, aber nicht mit Kapuze. Gibt es den auch ohne Kapuze? Ja, aber der ist nicht so schick, ne? Da haben wir den Salat. So, was gibt's denn hier alles? Gott, es ist schon... Nein, es gibt ganz... Warum hat Esther keinen Ganzkörperanzug? Nein, ich... Warum hat Esther das nicht? Weil es mir nie aufgefallen ist. Och, kleiner Mann, du kriegst auf jeden Fall einen Ganzkörperanzug. Wie du dann decken sollst, weiß ich nicht. Ach so, der hat da unten offen, ne? Aber welche Farbe... Oh, das ist aber schwierig. Ich glaube, der ist süß. Ihr, oh Gott. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, ich habe einen kompletten Schuss. Habt ihr vermutlich recht, ehrlich gesagt. Was gibt's denn noch? Oh mein Gott, wir haben einen Hero Dog. Oder ich weiß nicht, was es genau ist. Oh nein, das ist auch süß. Nein. Oh mein Gott, wir brauchen es. Und zwar dieses Outfit. Leute, es tut mir leid, aber wir brauchen es. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ein Halsband. Haben wir ein passendes? Oh ja. Leute, das ist doch mega, oder? Kopfbedeckung finde ich jetzt ehrlich gesagt zu viel des Guten. Ich meine, es ist schon... Oh mein Gott, a little bow. Nee, Leute, ich weiß, ich bin es ja. Das mache ich in echt nicht, ne? Ich möchte es kurz erwähnen. Ich bin in echt nicht so eine irre Tante. Nee, ein Kleid braucht er ja nicht, weil er ist ja ein Junge. Leute, ich glaube, wir haben ihn... Oh nee, wir haben ihn nicht fertig. Okay, was ist er? Er ist laut. Ja, das ist klar, dass er laut ist. Und außerdem ist er auch... Ich weiß nicht, ob ich den wieder hergeben kann. Ich glaube, wir möchten den behalten, oder? Was ist er denn noch? Er ist nicht pelzig, weil wir haben ihn ja ein Kurzhaar-Chihuahua gemacht. Wobei die auch, extrem viel Haare verlieren. So, wir können ihm noch zwei, Merkmale geben. Dann nehmen wir... Was hat denn Esther? Esther ist treu und schreckhaft. Er ist...
Aggressiv wäre auch lustig. Aber wir brauchen jetzt erstmal. Unruhestifter ist doch auch lustig, oder? Nehmen wir ein gutes und ein schlechtes Merkmal. Ich glaube, das ist immer voll lustig, oder? Wenn man das macht. Dann nehmen wir Unruhestifter und freundlich. Und hat er jetzt gekackt? Passt das überhaupt zusammen? Wir haben jetzt laut, Unruhestifter und freundlich. Aber freundlich passt ja nicht zu Unruhestifter. Was nehmen wir denn dann noch? Okay, nehmen wir noch klug, oder? Das macht nämlich jetzt Sinn. Er ist laut, er ist ein Unruhestifter und er ist klug. Oder? Der kleine Rufus. Ist vermutlich nicht so ein cooler Name für einen Chihuahua, oder? Der fiel mir jetzt einfach spontan ein, ehrlich gesagt. Ich hatte mir natürlich mal wieder absolut keine Gedanken gemacht. Wir speichern auf jeden Fall erstmal schon ab. So, wir haben den jetzt schon mal abgespeichert. Und passt, oder? Hätte ich gesagt. Da ist er. Unser kleiner neuer Mann. Och nein, er ist mega süß. Och mein Gott, ich flippe aus. Oh mein Gott, ich freue mich schon so auf die nächste Folge, wo wir die alle spielen. Und ich hoffe natürlich, dass Esther und Rufus sich gut verstehen und dann auch bald Welpen bekommen. Dann war es das auf jeden Fall von dieser Cass-Folge. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem kleinen Rufus haltet. Und dann, ja, hätte ich gesagt, sehen wir uns im nächsten Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!